Liebe Hotel-Insiderinnen, liebe Hotel-Insider, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Hotel-Inside-Call. Mein Gast heute ist Timo Grünert. Vielleicht kennen Sie den noch nicht so gut oder haben mal gehört von Timo Grünert. Er ist der Chef oder der CEO der Oetker Collection. Oetker Collection ist eine kleine, kann man glaube ich sagen, eine kleine Gruppe von hervorragenden, außergewöhnlichen, einzigartigen Luxushotels. Ich will da keine Werbespot machen, aber ich habe mir einige wenige Hotels angeschaut, wie jetzt soeben vor ungefähr 14 Tagen das neueste Produkt, wenn man so sagen kann, das Woodward in Genf. Das ist ein ganz besonderes Hotel. Es ist eigentlich ein Suitenhotel, so sagt man dem. Es hat 28 Suiten dort, also keine normalen Einzel- und Doppelzimmer. Ein hervorragendes Haus. Ich konnte mir einen Eindruck verschaffen in diesem Haus und muss sagen, ganz, ganz hohes Niveau in Bezug auf Ausstattung, auf Design, aber auch Service. Dann gibt es dort ein hervorragendes Restaurant, das Atelier Robuchon, das im Hause selbst ist, ein hervorragendes Haus. Wahrscheinlich eines der besten Restaurants der Westschweiz. So, ich will da nicht zu lange reden. Mein Gast ist Timo Grünert. Herzlich willkommen, Herr Grünert. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich spontan bereit erklärt haben zu diesem Gespräch. Meine erste Frage ist natürlich, der Oetker Collection geht es sehr gut. Wir hatten 2,5 Jahre knapp Pandemie-Einschränkungen. Die Häuser waren zum Teil geschlossen. Das war eine schwierige Zeit. Vielleicht als Einstiegsfrage an Sie, wie haben Sie diese Zeit überlebt, wenn man so sagen darf? Ja, Herr Amrain, zuerst mal herzlichen Dank, dass Sie hier heute mir ein bisschen Zeit geben, dass wir gemeinsam sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, also es ist ja so, ne, es ist gar nicht mehr so leicht heute, wir sind im Juni 2023, gedanklich noch zurückzugehen in die Zeit der Pandemie. Ich habe in der Tat heute Morgen aus anderem Grund nochmal daran zurückgedacht, fiel mir gar nicht so leicht. Man hatte das Gefühl, das ist Jahrzehnte her irgendwie, weil natürlich das wirklich verrückt war, was damals alles passiert ist und auch was eigentlich danach passiert ist. Ja, wir kommen ja in der Luxushotellerie, das kann man glaube ich sagen, im Grunde nahtlos von der größten Krise, die wir in den letzten Dekaden erlebt haben, in die größte positive Dynamik, in eine Art Boom, den wir sehen seit Mitte 2022, nicht nur wir bei der Oetker Collection. Also das ist schon ein Swing von einem Extrem ins andere. Das hat man, glaube ich, nicht so häufig. Damals zu der Pandemiezeit war es sicherlich ein Privileg, zu einer großen, diversifizierten, finanziell gut aufgestellten Unternehmensgruppe zu gehören. Da stellen sich dann sicherlich viele Fragen, aber zumindest keine existenziellen Ängste. Das war wichtig auch für mich, weil ich in der Phase damals das CEO-Amt übernommen habe. Und ja, seit einigen Monaten gilt es jetzt, diese positive Entwicklung zu managen mit meinen Kollegen. Und das macht natürlich überraschenderweise unheimlich viel mehr Spaß als vorher. Ja. Vielleicht können Sie uns eine kurze Übersicht geben. Was umfasst die Oetker Collection im Moment? Wie viele Häuser sind das? Wo sind das? Was sind so die Schwerpunkthäuser, wenn man so sagen kann? Ja, gerne. Also es sind seit kurzem sind es 11 Hotels. Sie haben es gesagt, es ist eine kleine Unternehmensgruppe. Das ist in der Tat so. Ich sage seit kurzem, weil wir vor ziemlich genau 3 Wochen unser erstes Haus in Italien eröffnet haben, auf der wunderschönen Insel Capri, La Palma. Übrigens das älteste Hotel auf der Insel, ja, fast 200 Jahre zurück bis zur Eröffnung. Das war also unser Schritt nach Italien. Wir haben heute einen Schwerpunkt in Europa, kann man sagen, und auch in Frankreich. Wir haben Häuser in den Metropolregionen Paris, London und auch Sao Paulo. Es geht bis nach Südamerika. Wir haben 2 wunderschöne Häuser in der Karibik. Jambi Bay Island und Eden Rocks and Barts, das Brenners Park Hotel, darf ich nicht vergessen, in Baden-Baden, die Geburtsstunde eigentlich der Hotellerie für die Familie Oetker, auch schon jetzt im Grunde fast 100 Jahre her. Und die Gefahr ist natürlich immer, wenn man einmal anfängt, die Hotels aufzuzählen, dann muss man gucken, welches hat man vergessen. Aber das ist so ein schönes Ski-Resort in Courchevel, also Fokus Europa. 2 Häuser in der Karibik und wir freuen uns jetzt auch, nachdem wir Italien aufgemacht haben, auf das nächste Projekt, das uns in die USA führen wird. Auch da der erste Schritt nach Nordamerika, nach langer Zeit der Suche. Wir sind fündig geworden in Palm Beach,
freuen uns sehr, werden das Hotel in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr eröffnen. Und ja, da sind wir so in unserem Rhythmus. Ja, wir haben das The Woodboard Genf eröffnet Ende 2021, jetzt ungefähr ein Jahr später Capri, wiederum ein Jahr später dann La Palma, sorry, das Vinetta, so haben wir es genannt, das Vinetta in Palm Beach. Es hieß vorher Chesterfield, wir haben das jetzt umgenannt. Und das ist, dieser Rhythmus sagt auch einiges über die Oetker Collection aus. Ne? Das ist so ein bisschen so, wie wir das machen. Also die ganz großen Gruppen, ich denke an Four Seasons, Marriott, Hilton, Hyatt, wie sie alle heißen. Wir haben ja Hunderte, wenn nicht Tausende insgesamt gesehen von Projekten in der Pipeline, wie man in der Branche so schön sagt. Oetker ist eine kleine Gruppe, aber ich spüre aus Ihren Worten auch so etwas wie eine Absicht, eine Ambition zu wachsen. Wie würden Sie denn Ihre Expansions- oder sagen wir Wachstumsstrategie in wenigen Worten umschreiben? Also, Sie haben recht. Ich war neulich mal auf einem Industriepanel zusammen mit dem CEO von Accor. Der sagte dann, dass er über alle Marken hinweg im Schnitt jeden Tag ein Hotel eröffnet. Da habe ich geschmunzelt. Ja, wir machen so etwa eins pro Jahr. Also man kann die Frage von unterschiedlichen Perspektiven angehen. Zuerst mal kann man sagen, wir haben ein sehr klares Verständnis, was die Oetker Collection sein soll und darstellen soll. Ja, wir fokussieren uns auf wirklich die Kreation von Masterpieces. Das ist unser Kernansatz. Wir sehen uns nicht als Betreiber von Luxushotels. Das ist sicherlich später dann auch Teil des Business, aber die wahre Mission ist, Masterpieces zu kreieren. Können Sie das ganz schön, ich will Sie nicht unterbrechen, können Sie das ganz kurz, schnell definieren, Masterpieces, was meinen Sie damit genau? Ja, gerne, gerne, gerne. Also am einfachsten ist es eigentlich, wenn man sich den Begriff ein bisschen außerhalb der Hotellerie vorstellt. Ja, wo trifft man normalerweise auf Dinge, die man als Masterpiece bezeichnet? Man steht vor einem schönen Gemälde, man sieht eine Skulptur von Michelangelo oder vielleicht auch ein Haute Couture-Dress von einem Pariser Fashionhaus von Dior. Ja, was vereint diese Dinge? Ja, die sind alle mit einer enormen Handwerkskunst entstanden über einen langen Zeitraum. Masterpieces haben immer da gibt es immer einen obsessiven Hang zur Detailverliebtheit. Und letztendlich sind Masterpieces immer qua Definition absolut einzigartig. Also kein Copy-Paste. Und wir versuchen dieses Konzept auf die Luxushotellerie zu übertragen. Ja? Also das heißt, wir schauen uns an, was macht ein Hotel, was kann ein Hotel besonders machen? Und da geht es natürlich um Lage, um Design, um Qualität von Materialien, um Großzügigkeit von Räumlichkeiten. Und da versuchen wir keine Kompromisse zu machen. Und wirklich Hotels zu kreieren, die ihre ganz eigene Personality haben, Persönlichkeit haben, ihre ganz eigene DNA haben. Und das ist das, was wir gerne tun möchten. Vielleicht sprechen wir später noch ein bisschen über die Werte, die auch eine Rolle spielen, eine große Rolle bei uns spielen. Aber wir suchen also diese Masterpieces und wir müssen feststellen, so unheimlich viele gibt es davon gar nicht. Ja? Und auch aus einer wirtschaftlichen Erwägung ist es so, auch wenn Sie auf die Expansionsstrategie anspielen, es gilt nicht nur darum, wunderschöne Häuser zu finden, sondern die müssen auch in Destinationen sein, in denen die Menschen bereit sind, auch diesen Luxus zu genießen und ihn letztendlich auch zu bezahlen. Das heißt, wir brauchen Destinationen, die etablierte Orte sind für Luxury Travel. In diesen Orten brauchen wir ganz besondere Häuser und auch in unserem Geschäftsmodell häufig einen Partner, der das alles ermöglicht, weil vielleicht ist das eine Ihrer nächsten Fragen. Ja, machen wir das alles selbst oder nicht? Ja, wir machen mittlerweile nicht mehr alles selbst. Der Nukleus der Hotellerie in der Oetker-Gruppe sind Investitionen der Familie Oetker. Das ist aber viele, viele Dekaden her. Heute wachsen wir über Managementverträge primär, nicht ausschließlich, aber primär. Das heißt, wir brauchen in diesem Konstrukt auch einen Partner, dem wir vertrauen, mit dem wir 20, 30, 40 Jahre zusammenarbeiten möchten. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, ja, richtiges Hotel, richtige Destination, richtiger Partner, dann ist man bei so einer Art magischen Dreieck. Und dieses magische Dreieck definiert im Grunde genommen die Development-Aktivitäten der Oetker Collection.
Sie bewegen sich natürlich in einem Wettbewerbsumfeld, gerade in Genf, und einer der Leader dort ist Four Seasons. Und Four Seasons tickt ja ein bisschen ähnlich, ist natürlich eine ganz große Gruppe mit über 140 Resorts und Hotels weltweit, hat einen hervorragenden Namen. Und da gibt es auch solche einzigartigen Häuser, vielleicht nicht ganz alle, aber Four Seasons hat eine ganz spezielle Philosophie entwickelt, vor vielen Jahren, schon in den 60er Jahren, als Isadore Jarre begann, das erste Four Seasons in Kanada zu eröffnen, war ein damaliges Motel. Damals hat das alles begonnen, später hat er ja ein Buch geschrieben über Service, Exzellenz, Mitarbeiterphilosophie und solche Dinge, Sie kennen das wahrscheinlich. Sprechen wir ganz kurz über die Service-Exzellenz. Hardware ist ja das eine. Ich weiß, Sie haben auch Pierre Froch aus Paris, der Ihre Hotels gestaltet, auch in Woodward war er ja aktiv, der arbeitet aber auch für Four Seasons, muss man sagen. Also das Design, das Interior-Design, die Architektur, die Geschichte des Hauses ist der eine Aspekt. Aber sprechen wir über den ganz wichtigen Aspekt, vielleicht der wichtigste ist Service. Service-Exzellenz, wie man dem so schön sagt. Was haben Sie da für eine Philosophie? In welche Richtung geht das da bei Ihnen? Ja, in der Tat, Sie sprechen es an. Am Ende ist Luxushotellerie, wird von Menschen gemacht, von Menschen für Menschen. Ja, da spielt am Ende die Musik. Und wir haben bei der, ich würde es gerne zweiteilen. Also es gibt den Bereich Service Excellence, ja, der spielt an auf die Dienstleistung. Ja, natürlich ist es schön, wenn in Luxushotels die Mitarbeiter genau wissen, was sie tun. Das spielt auf ihre technischen Fähigkeiten an. Ja, da hat man einen gewissen Anspruch. Und den haben wir natürlich auch. Aber ich glaube, wäre es vermessen zu sagen, dass wir, dass unser Anspruch an Service Excellence deutlich anders wäre als von anderen bedeutenden Hotelketten. Ja, alle Spieler in diesem 5-Sterne-Plus-Segment haben einen hohen Anspruch an die technische Dienstleistung. Wo es große Unterschiede gibt, ist im Bereich der Werte und der Philosophie. Was spürt der Gast denn, wenn er im Hotel ist? Weil man kann sich das vorstellen, man kann ein technisch perfektes Abendessen genießen, aber irgendwie springt der Funke nicht über, irgendwas fehlt. Ja? Das sind Werte. Und wir haben vor einiger Zeit gemeinsam mit unserem Leadership-Team mal nachgedacht, was sind denn das eigentlich für Werte und was sind denn das für Werte, die die Oetker Collection verbinden, die Häuser der Oetker Collection verbinden, egal ob wir in Sao Paulo sind, in einem Ski-Resort in Frankreich, im Schwarzwald oder jetzt in Palm Beach. Was ist denn ein Umbrella, bei dem wir sagen, der gilt überall? Und wir sind auf drei Dinge gekommen und ich freue mich jedes Mal, das zu sagen, weil das also wirklich aus dem Herzen kommt. Das ist ein Family Spirit, das ist ein Familiensinn als erster Wert. Das ist Eleganz als zweiter Wert. Und das ist als dritter Wert aufrichtige Herzlichkeit. Ja, Familiensinn, also keine Inszenierung. Keine Inszenierung, ganz genau. Und durch die Familie, was kommt da zum Ausdruck mit diesen drei Worten? Keine Inszenierung, eine Leidenschaft an der Dienstleistung Hotellerie, eine Leidenschaft am Gast als Gastgeber tätig zu sein, das muss da zum Ausdruck kommen. Ja? Und das ist wirklich schön heute für mich, auch in meiner CEO-Rolle, wenn ich das sehe, wenn ich in die verschiedenen Häuser reise, das ist wirklich gelebt. Und mich beeindruckt es besonders auch immer, kann ich Ihnen sagen, Herr Amrhein, wenn ich in Hotels komme, wie ein Hotel wie Cap Eden Rock in Antibes. Sie haben es vorhin, haben wir im Vorgespräch kurz mal drüber gesprochen. Ja? Oder auch nehmen Sie ein Le Bristol in Paris. Das sind Häuser, die könnten von ihrer Aura und von ihrem Erfolg, könnte Erfolg denen zu Kopf steigen und den Mitarbeitern. Ja? Und dann könnte ein Eindruck entstehen, dass man als Gast vielleicht dankbar sein dürfte, dort zu sein. Und wir kennen, glaube ich, Beispiele in der Luxushotellerie, wo das so ist. Früher war es, glaube ich, häufiger noch so. Und das alles wollen wir nicht. Und selbst Häuser mit einer solchen Reputation schaffen es, diese familiären Werte zu leben und diese aufrichtige Herzlichkeit zu leben. Und das ist, das muss ich wirklich sagen, wenn die insgesamt die Frage lautet, ja, was macht denn die Oetker Collection vielleicht besonders und anders als andere Hotelgruppen? Meine Antwort lautet, wir versuchen wirklich zu kombinieren dieser besondere Fokus auf Qualität, was über das Masterpiece-Thema zum Ausdruck kommt, mit einer Zurückgenommenheit, mit einer Bescheidenheit, mit einer Menschlichkeit. Und diese Kombination, die macht den Trick. Und das bestätigen uns viele unserer Gäste dankenswerterweise. Das hat sich nicht die Marketingabteilung ausgedacht, sondern das ist Feedback, was wir
was wir wirklich bekommen. Weil es ist die eine Sache, in einem wunderschönen Ort zu sein. Und es ist die andere Sache, in einer Situation sich wiederzufinden, wo man sich wirklich wohlfühlt und als Mensch wertgeschätzt fühlt. Wenn Sie aber an einem wunderschönen Ort sind und fühlen sich als Mensch wertgeschätzt, dann wollen Sie eigentlich nicht mehr weggehen. Und das ist es, was wir versuchen. Und ne, warum machen wir ein Hotel pro Jahr auf im Schnitt und nicht 5 oder 10? Weil das ist ganz schwer zu machen. Da sind wir wieder beim Handwerk. Das ist ganz schwierig. Wenn ich mir überlege, was wir für Arbeit investieren in die Eröffnung eines Woodward Geneva oder eines La Palma Capri. Ja, das sind Herzensprojekte. So ist das. Wir sprechen heute ja von diesem sogenannten Fachkräftemangel. Es ist schwierig, qualifizierte Leute zu finden, die Talente zu finden. Das findet so etwas wie ein Kampf um Talente, statt, hat kürzlich auch ein großer Hotelier gesagt. Wie schaffen Sie das? Sie brauchen ja Menschen, die diese Leidenschaft bzw. diese Werte verkörpern und dann im Alltag, stündlich könnte man sagen, oder sogar pro Minute, also wenn Sie beim Gast sind, jede Minute müssen die das umsetzen. Das muss ja irgendwie dann auch zum Ausdruck kommen, runtergebrochen werden und so weiter. Wie schaffen Sie das? Ja, also die Herausforderung ist natürlich wirklich da und die haben wir auch alle in dieser Branche. Jetzt würde ich aber weitersprechen und sagen, wir haben sie als Oetker Collection vielleicht ein bisschen weniger als andere. Das hat zum einen mal was mit der Größe zu tun. Wir haben es vorhin gesagt, ne, wenn wir ein Hotel im Jahr eröffnen für Capri, brauchen wir ungefähr 200 neue Kolleginnen und Kollegen. Aber es sind halt, die sind nicht leicht zu finden mit diesem Mindset. Aber ich suche 200. Ich suche nicht 2000, ich suche nicht 20.000, ich suche nicht, wie in meinem Beispiel vorher, jeden Tag 200 irgendwo auf der Welt. Also wir können uns Zeit nehmen für die Suche, wir können uns Zeit nehmen für Gespräche, wir können Leute kennenlernen und dann finden wir die in der Regel auch. Also es hat was mit Wachstumsgeschwindigkeit zu tun. Und das Zweite, was ich uns gerne ein bisschen auf die Fahne schreiben würde, ist natürlich eine Kulturfrage. Ja, die Mitarbeiter mit dieser Leidenschaft, die möchten für Unternehmen arbeiten, wo sie diese Leidenschaft zeigen können und wo sie auf ein Umfeld treffen, das das auch wertschätzt. Und das ist natürlich meine Aufgabe als CEO. Ich versuche, dieses Umfeld zu schaffen. Ich versuche, diese Kultur zu schaffen. Also wenn Sie sagen, ja, Family Spirit und Elegance und Elegance im Sinne von sich kümmern, sich Zeit nehmen, und aufrichtige Herzlichkeit, naja, das sind ja nicht nur Werte, die wir den Gästen gegenüber zeigen wollen, die müssen wir auch intern zeigen. Und Mitarbeiter schätzen das. Und insofern ist meine Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere dann eher zu uns kommt, als dass er woanders hingeht. Aber damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir hier im Wolkenkuckucksheim leben und von dieser ganzen Thematik noch nie etwas gehört haben. So ist es also auch. Was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sicher hier in der Schweiz interessiert, ist das, was Sie schon angetönt haben, dieses Wachstum und vor allem der Standort Schweiz. Es gibt Stimmen, die sagen, im Luxussegment, die sagen, in der Schweiz gibt es eigentlich nur 4 bis 5 Orte, wo Luxushotels reüssieren können. Das sind die beiden Städte Genf und Zürich und das sind Orte dann im Leisure- oder Freizeitbereich wie St. Moritz, Stade und vielleicht noch Grand-Montana. Und dann hat sich's. Und dann kommen sogenannte B- und C-Standorte. Frage an Sie, Genf ist klar, Genf ist der Markt, wo auch Ihre Kunden sind. Das ist ja wichtig. Sie sagen ja eigentlich, wir sind dort, wo unsere Kunden, unsere Gäste sind. Ja. Und Zürich wäre natürlich auch noch so eine Option. Haben Sie die Absicht, vielleicht eines Tages in Zürich etwas mit der Oetker Collection zu tun? Also ich würde schon sagen, Sie treffen den Nagel da auf den Kopf mit den Städten, die Sie nennen, ja, als mögliche weitere Destination für die Oetker Collection in der Schweiz. Und die Logik haben Sie auch in der Tat schon wunderbar zusammengefasst, Herr Amrhein. Wir haben über die verschiedenen Jahre gelernt, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und ein großer Lerneffekt ist, dass wir in der Tat dahin gehen sollten, wo unsere Gäste hinreisen. Wir sind eine kleine Unternehmensgruppe. Wenn wir morgen an einer exotischen, wunderbaren Destination ein Hotel aufmachen und wir das unseren loyalen Gästen mitteilen, dann kriegen wir vielleicht ganz viel positives Feedback. Es reist nur da keiner hin. Ja? Oder es reisen da 5 Leute hin. Aber wir brauchen 5 Leuten können sie kein Hotel füllen. Und wenn wir als kleine Hotelgruppe auf diesen Effekt nicht bauen können, was machen wir denn dann?
dann muss ich auf die Online-Booking-Travel-Agent-Plattformen gehen und das Hotel bewerben und dann bin ich auf einmal in einem Wettbewerb mit allen anderen. Das heißt also, dieser Fokus auf A-Destinationen, wie Sie es genannt haben, das ist bei uns nicht irgendwie einem Paradigma geschuldet, sondern wir haben gemerkt, dass so ein Geschäftserfolg entstehen kann. Und deswegen, ja, St. Moritz ist ein wunderschöner Ort, der sicherlich bei uns ganz oben hoch im Kurs steht, Zürich auch. Natürlich haben diese beiden Märkte auch keinen Engpass an sehr guten Hotels. Ja, also auch da muss man natürlich, vorhin habe ich über Bescheidenheit gesprochen, man muss dann auch immer schauen, dass es passt, wenn wir nochmal über das Woodward sprechen. Ja, Woodward, warum haben wir das Woodward gemacht? Ja, wie viele Gäste der Oetker Collection reisen denn heute nach Genf? Naja, einige, aber nicht Zehntausende. Das heißt, wir haben ein ganz besonderes Hotel gemacht mit 26 Suiten, weil wir der Meinung sind, das ist das richtige Zuhause für diese Gäste. Hätte man uns ein sehr schönes Hotel angeboten mit 120 Zimmern, hätten wir wahrscheinlich gesagt, das passt nicht. Das spricht ja nicht weniger gegen den Standort Genf. Wir sind ja trotzdem da. Aber das Produkt muss dann dazu passen. Und das ist auch eine der Herausforderungen im Development-Bereich, das immer so stimmig übereinander zu kriegen. Sie haben mir das Stichwort gegeben. Woodward, ich war dort und war begeistert. Ich sage es ganz offen, ein hervorragendes Produkt. Ich habe noch mit einem Lead-Auditor von Hotellerie Suisse gesprochen, der Hotels klassifiziert, wie man so sagt. Er war auch in Genf kürzlich, hat sich verschiedene Häuser angeschaut und hat gesagt, Woodward setzt in einem gewissen Sinne neue Maßstäbe in der Genfer Luxushotellerie. Das war eine Aussage von diesem Kollegen. Und da die Frage natürlich, Woodward, was sind die Gäste? Wen sprechen Sie dort an? Wenn wir ein bisschen von der Gästestruktur oder von den Gästesegmenten sprechen wollen, was sind das für Leute, die Sie da anpeilen sozusagen? Also danke erstmal für die schönen Komplimente, auch die von dritter Person da übermittelt wurden. Das freut mich natürlich, ne, weil wir sind jetzt seit anderthalb Jahren etwa eröffnet und jede Hoteleröffnung ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Ich bin natürlich bei Ihnen. Ich glaube, wir haben ein wunderbares Produkt, eine wunderbare Hardware, wenn man so sagen darf. Das ist natürlich in dem Managementmodell auch dann häufig dem Eigentümer geschuldet, ja, der auch diese Leidenschaft schon gezeigt hat, als er das Hotel entwickelt hat. Da waren wir noch gar nicht beteiligt. Also das ist wunderbar geworden und das Team macht auch einen wirklich schönen Job. Also wir sind da sehr happy. Jetzt habe ich bei meinen schönen Antworten... Gäste, also wer ist der Gast? Die Gäste, ja, genau. Danke sehr, die Gäste. Also wir haben immer schon gesagt, als wir angefangen haben, über das Projekt nachzudenken, eigentlich muss dieses Hotel das Zuhause sein für einen schönen, eklektischen Mix an Gästen. Ja, wir haben uns das so vorgestellt, unsere 26 Suiten und dann haben wir 3 Suiten für die eine Gäste, Klientel, 3 für die andere, 3. Also so ein Mix. Ne? Wer kann das sein? Also natürlich ist Genf eine internationale Metropole, wenngleich nicht groß, aber doch sehr bekannt. Wir haben multinationale Konzerne, wir haben natürlich die ganze UN, wir haben die Politik, wir haben die Diplomatie, wir haben das ganze auch Schweizer Schulsystem interessanterweise. Was für uns wichtig ist, weil einige Familien bringen ihre Kinder auf die Schweizer Schulen und wenn sie das tun und wenn sie die Kinder besuchen, dann sind sie in Genf. Ja, wir haben natürlich auch Medical-Tourismus da, wir haben viele Amerikaner, für die Genf ein wichtiger Ort ist auf ihrer Europareise. Also es gibt gar nicht diese eine Zielgruppe, und wir geben uns auch in der Tat Mühe, das schön balanciert zu halten, dass dieser Begriff eklektischer Mix, der trifft es, glaube ich, am besten. Auch was die Nationalitäten angeht. Unsere Nordamerika ist für uns als Hotelgruppe der stärkste Markt aus Gästeperspektive. Insofern haben wir natürlicherweise immer eine hohe Relevanz im Bereich Nordamerika. Ich muss da was einfügen. In Genf macht der Middle East, also der Mittlere Osten, die Golfstaaten ungefähr 30% aus des Marktes. Ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, ein wichtiger Markt. Und wenn Sie in Genf
durch die Hotels gehen, da sind sie natürlich dann mit diesen Gästen konfrontiert. Ich meine, das in keiner Weise wertend. Also der arabische Markt, etwas salopp gesagt, ist ganz, ganz entscheidend. Ist das bei Ihnen auch so? Absolut. Also der arabische Markt ist für uns auch als Kollektion ein wichtiger Markt, ja, und auch für Genf. Aber für Genf als Teil dieses Mixes, den ich angesprochen habe. Ne? Also in meinem Kopf, und natürlich ist das keine Mathematik, aber sind auch immer einige unserer schönen Suiten belegt durch unsere Gäste aus dem Nahen Osten. Aber dann aber nicht so, dass ein Markt einem Haus die Personality gibt, sozusagen. Ja, das ist nicht die Idee in keinem unserer Häuser. Also wir freuen uns über Besuche unserer Gäste aus dem Nahen Osten. Viele haben wir in Paris, wir haben auch in Courchevel einige Gäste aus dem Nahen Osten. Und das ist natürlich, wir weisen dann immer stolz darauf hin, auf unser neues Haus in Genf, und führt auch vielfach zu Besuchen. Insbesondere die Kombination Courchevel-Genf ist natürlich, bietet sich an. Viele international Reisende nach Courchevel fliegen über Genf und machen da einen Stopover. Also da haben Sie schon recht. Wir sehen aber auch Nationalitäten wie Südamerika, erstaunlicherweise. Ja. Wir sehen auch Asien teilweise. Also das ist eben das Schöne, nochmal mit 26 Zimmern, wenn Sie da zwei, drei Zimmer vermieten an einem Tag an eine Familie aus Brasilien, ja, dann haben Sie 10-15% des Hotels. Ist dann, ne? Wenn Sie das machen mit einem 200-Zimmer-Hotel, dann ist es ja nicht wahrnehmbar. Also deswegen, das ist für uns, glaube ich, machbar, diese Balance, und die streben wir auch an. Sie haben mir das Stichwort gegeben, die Wirtschaftlichkeit. Hotellerie ist ja auch hat eine wirtschaftliche Seite, eine betriebsökonomische Seite und so weiter. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, Sie haben natürlich das Privileg, diese Oetkers im Hintergrund zu haben, mit der ganzen Tradition, auch mit diesem Riesenvermögen, mit diesem Milliardenvermögen, das da ist. Und Oetker kann sich das leisten, solche Häuser zu betreiben, hat die entsprechenden Ressourcen dazu, also ich meine die finanziellen Ressourcen. Es gibt ganz kritische Stimmen, die sagen, ja, das ist so eine Art Mäzenatentum und so. Also ich sage Ihnen einfach, was andere sagen, das ist meine Meinung. Was würden Sie darauf antworten, auf solche Bemerkungen? Also das kann ich ganz klar sagen, es ist nicht so. Ja, da ist kein Mäzentum dahinter, whatsoever. Da muss man sich auch nur heute unsere Portfoliostruktur anschauen. Also wir haben dann jetzt 11 Hotels. Davon gehören 4 nach wie vor noch der Familie Oetker, unterschiedlichen Familienzweigen, aber der Familie. Und wenn man jetzt mal zuerst vielleicht blickt auf die familienfremden Eigentümer, ja, also 11 minus 4 sind 7. Wir haben 7 externe Eigentümer. Und die haben sicherlich alle eine gewisse Leidenschaft für Hotellerie, das kann man schon sagen, weil die sonst nicht solche Produkte entwickeln würden gemeinsam mit uns. Aber alle 7 haben finanzielle Interessen. Alle 7 wollen einen Return of Your Investment sehen. Ja. Und das gilt, ich habe jetzt bei den 7 angefangen, aber das kann ich für die Oetker-Familie auch bestätigen. Und sicherlich gibt es, na, da muss man dann gucken. Sicherlich gibt es Märkte, in denen werden Preise erzielt, die einige tausend Euro oder Dollar erreichen können in der ADR. Naja, die sind natürlich häufig etwas profitabler als andere. Aber wir haben uns schon auch aus diesem Grund gesagt, Herr Amrain, dass wir, vorhin habe ich über etablierte Luxusmärkte gesprochen, dass wir uns auf diese Märkte fokussieren wollen, weil wir auch gelernt haben, wenn man versucht, außergewöhnliche Hotels an Standorten zu erschaffen, in denen Gäste nicht bereit sind, auch das letztendlich zu bezahlen, dann funktioniert es wirtschaftlich nicht. Und davon gibt es, Sie sind sehr lange in dieser Branche unterwegs, sehr viele Beispiele. Dann wundern sich immer irgendwann alle, ja, zu meiner Verwunderung ehrlicherweise am Ende, warum denn das nicht funktioniert. Ja, weil wenn man ein tolles Produkt kreiert und dann kriegt man nur 500 Franken die Nacht oder 300 oder 200, dann wird es wirtschaftlich nicht funktionieren. Und dann wird in der Regel, ne, das kennen Sie auch, dann wird der Eigentümer wird böse auf den Operator. Und dann das führt alles zu nichts. Und das ist das Privileg, das vielleicht würde ich gerne sagen, das Privileg zur Oetker-Gruppe zu gehören oder zu der Oetker-Familie zu gehören, ist ein Privileg, Nein sagen zu können.
Ja, wir müssen nicht wachsen zum Selbstzweck. Ich muss mir nicht diese ganzen komplizierten Konstellationen ins Haus holen, wo ich bei der Unterschrift schon weiß, it's not gonna work, weil ich incentiviert werde über Wachstum. Das ist nicht so. Die Familie sagt uns, macht nur die Dinge, die wirklich sinnvoll sind, die wirtschaftlich sinnvoll sind, die zur Oetker Collection passen. Und wenn das dazu führt, dass ihr ein bisschen langsamer wachsen könnt, dann ist das in Ordnung. Das ist das Privileg einer familiengeführten. Vielleicht noch eine Frage, wir kommen langsam zum Schluss, aber eine Frage, die unsere Branche und unsere Insider, wenn ich so sagen darf, interessiert. Sie haben es schon bereits angesprochen, Sie haben 7 Hotels, die Sie betreiben auf der Grundlage eines Managementvertrages. Es gibt aber eine andere Philosophie bei kleinen Luxushotelgruppen. Die wollen Immobilie und Betrieb alles unter einem Dach haben. Also man besitzt die Immobilie, hat dann auch die Wertschöpfung aus dieser Immobilie und betreibt zugleich auch dieses Haus dann. Sie haben sich entschieden für Managementlösungen, für eine Managementlösung neben diesen 4 Hotels, die Sie besitzen. Was ist der Grund? Warum diese Managementlösung? Ja, also ich würde vielleicht sagen, es gibt, das ist irgendwo ein Kontinuum. Ja, es gibt als eine Extrem ist, Sie haben es gerade gesagt, Hotelgruppen, die möchten alles im Eigentum haben. Und dann gibt es, das kennen wir natürlich auch, das andere Extrem, das sind Hotelgruppen, die sagen, mit Eigentum, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist zu teuer in der Entwicklung, das kostet zu viel Zeit. Wir machen nur Management oder dann sogar Franchise. Ja, das ist ja dann die nächste Entwicklungsstufe. So, wir fühlen uns wohl dazwischen. Wir besitzen einige Hotels. Wir denken auch heute, wenn wir über neue Projekte nachdenken, darüber nach, gehen wir in ein Co-Investment, werden wir in irgendeiner Form, beteiligen wir uns an dem Objekt. Also wir folgen hier nicht klassisch dem No-Capital-Ansatz. Und das fühlt sich auch immer wieder gut an, weil ich kann immer in Gespräche gehen und sagen, wir sind Eigentümer und Betreiber, beides. Ja, also wir sprechen immer mit beiden. Aber natürlich ist es auch so, Herr Amrhein, diese Hotels, über die wir jetzt gesprochen haben, die letzten 30 Minuten, wir haben gesagt Masterpieces, naja, das ist auch finanziell ein sehr großer Kraftakt, Masterpieces zu kreieren, egal ob wir in Genf sind oder in Palm Beach oder auf Capri. Und da ist es natürlich schon der einfache Weg manchmal, wenn man verschiedene Interessen zusammenfügt, ja, und wenn man Kapitalpartner dazu holt, die sagen, Mensch, wir haben hier Möglichkeiten, ein Objekt zu kreieren, wir würden das aber gerne auch als Immobilieneigentümer behalten, könnt ihr uns mit eurer Expertise helfen? Und dann ist das eine Verbindung, die gut passt, solange man sicherstellen kann, dass man langfristig die gleichen Interessen verfolgt. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, die richtigen Eigentümer zu finden, ist genauso schwer manchmal wie die richtigen Hotels zu finden. Weil wenn sie nur ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, was das Betreiben von Luxushotels angeht, aber dieses bisschen über 15, 15, 20 Jahre sich entwickelt, dann sind wir irgendwann am Ende gar nichts mehr, bei gar nichts mehr einer Meinung. So. Und dann ist das Mist, ja, weil dann gehört einem der Immobilie und der andere muss es managen, aber die vertragen sich nicht mehr und es führt auch zu nichts. Dann ist es wiederum einfacher zu sagen, es muss uns allen gehören. Und die Oetker-Familie hat auch immer viel Wert darauf gelegt, auch in dem Managementmodell die Partner kennenzulernen. Ja, ist heute noch so, wenn wir ein Projekt in Aussicht haben, dann gibt es relativ früh ein Treffen zwischen Hotel, Immobilieninvestor, häufig vermögende Privatpersonen und die Familie Oetker, insbesondere die Teile, für die ich heute arbeite. Und dann wird geschaut, passt das? Und das ist ein Erfolgskriterium dann. Wir kommen zum Schluss. Wir können noch stundenlang über Hotellerie, über Luxus und weiß nicht was alles diskutieren. Meine Schlussfrage vielleicht, in welche Richtung geht die Reise der Luxushotellerie? Ganz allgemein, unabhängig von Oetker Collection, was ist so Ihre Einschätzung? Was ist der neue Luxus? Wo stehen wir da in 10, 20 Jahren? Das ist ihre kleine Schlussfrage, ja. Also mir fällt eine Sache da spontan so ein, Herr Amrhein. Wir haben ganz zu Beginn des Gesprächs über die Pandemie gesprochen. Und da gehe ich vielleicht noch einmal kurz zurück. Was haben bei all dem Unglück, das diese Pandemie über uns gebracht hat, was haben die Menschen daraus mitgenommen? Die Tatsache, dass Zeit zu verbringen mit den richtigen Menschen am richtigen Ort, das ist Lebensqualität und auch Lebensinhalt und Lebensfreude. Das ist es, das wurde uns in dieser Zeit genommen und das haben wir alle sehr vermisst.
Ja, und das ist heute allen wieder bewusst. Und das sehen wir natürlich gerade in auch in dieser sehr positiven Dynamik, weil alle wieder Zeit in tollen Hotels verbringen möchten. Das ist vielleicht auch ein kleiner Boom. Nur ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Also, wenn man Freizeit hat, wenn man die Möglichkeit hat, sich ein bisschen aus dem Alltag rauszunehmen, dann möchte man, dass die Dinge passen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern möglichst perfekt. Dass man am richtigen Ort ist, man hat die richtigen Leute um sich herum. Dann ist man auch bereit, das zu bezahlen, was es eben kostet, wenn es passt. So, und ich glaube, das ist Luxus nach vorne gedacht. Weniger das Haben, ja, weniger das Bling-Bling, mehr das Sein und das Teilen auch. Ja. Wenn man über Sein und Teilen sprechen, dann kommt man auch auf Nachhaltigkeit natürlich. Ja, man möchte heute nicht mehr, dass das eigene Konsumverhalten, insbesondere im Luxusbereich, irgendwie eine negative Auswirkung hat auf andere. Dann fühlt sich das nicht mehr gut an. Also auch das spielt eine Rolle. Man möchte das Richtige tun. Und ich glaube, das ist Luxus in der Zukunft, Personalisierung natürlich. Man möchte wahrgenommen werden als Individuum mit seinem eigenen Charakter. Insofern kann ich nur sagen, ja, wir fühlen uns da am richtigen Platz. Wir fühlen uns sicherlich in der richtigen Branche. Wir fühlen uns auch mit unserer Unternehmensstrategie irgendwie am richtigen Weg und freuen uns auf die nächsten Jahre, auch wenn wir sicherlich kommend aus dieser großen Krise heute in einer sehr positiven Zeit vielleicht auch mal wieder eine gewisse Regression zur Mitte sehen werden. Sollte vielleicht keinen überraschen. Und dann geht es weiter und wir freuen uns auf die Reise. Klingt sehr optimistisch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war's also der Hotel Inside Video Talk mit Timo Grünert, dem CEO der Oetker Collection, einer wirklich einzigartigen, relativ kleinen Luxushotelgruppe. Ich bedanke mich sehr bei Timo Grünert und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Timo Grünert, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß weiterhin und sagen Sie mir dann bitte, wenn Sie ein weiteres so wunderbares Haus in der Schweiz eröffnen werden. Das Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, Timo Grünert, und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier von Hotel Inside Call. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, Herr Amrain. Ein sehr gutes Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.